Ton ist an, skr, skr, Videos dran, skr, skr, richtig Bock, skr, skr, ihr doch auch, oder? Ja! Okay, ich weiß nicht, was ich immer mache, bevor ich meine Videos anfange, Leute. Ich bin ein bisschen holender Birne. Aber ist nicht so schlimm. Das passiert ab und zu bei manchen Menschen. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin wieder richtig gut drauf und ich hoffe natürlich, ihr auch. Denn man sieht das Mikro gar nicht, Digga. Ah, doch, hier ist ein Mikro. Oh, krass. Leute, denn heute reagieren wir auf Pranks von Kindern an ihren Eltern. Okay, ihr merkt schon, ich bin heute wirklich, wirklich, wirklich extrem gut drauf. Das kommt nicht so oft vor, aber wir nutzen das einfach aus, Leute, und rasten in diesem Video komplett aus und checken jetzt einfach alles, was geht, Leute. Ich wollte euch noch kurz auf etwas aufmerksam machen, denn man kann bei mir Mitglied werden und dort habe ich jetzt eingestellt, dass ich mindestens zweimal im Monat einen Livestream mache, zusammen mit den Leuten, die Mitglieder sind. Also nur die Leute kriegen für diesen Livestream eine Benachrichtigung und können den angucken und wir reagieren da zusammen auf Videos von Hilf mir, auf solche Prank-Videos, auf alles Mögliche und wir haben einfach Spaß und quatschen zusammen. Einmal ist das eine Funktion. Und zweitens habt ihr auch noch Zugänge zu exklusiven Community-Beiträgen, die ich dann für euch erstelle. Unter anderem Bilder, alles mögliche, Leute. Da ist wirklich alles mögliche mit dabei. Und das dritte ist einfach, ihr könnt mich unterstützen und mich glücklich machen. Also einfach mal draufklicken und durchlesen, wenn ihr Interesse daran habt. Und diese Leute sehe ich auf jeden Fall im Livestream. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich gleich mal wieder bedanken bei den Übermotivierten da draußen, die jetzt schon einen Daumen nach oben gegeben haben, Leute. Ihr seid die Heftigsten, ihr wisst es. Und ich würde sagen, wir beginnen mit diesem Prank-Video, Leute. Seid ihr ready? Are you ready to rumble? Ihr merkt schon, ich bin heute komplett durch, Leute. Wow. Let's start. Katze? Kinderpranken? Boah, sogar ich habe mich erschrocken, ne? Ich weiß nicht, warum. Okay, Kinderpranken Eltern heißt das Video, glaube ich. Okay, ich sehe die Folie schon. Wie konnte er das nicht sehen? Ich habe das sogar gesehen. Okay, vielleicht habe ich es von einer anderen Spiegelung gesehen. Ich sag's, kommt jemand aus dem Schrank. Hä, was war das? Warum erschrecke ich mich auch die ganze Zeit? Das ist mega komisch. Digga, ich würde genauso ausrasten. Ich würde 1:1 genauso ausrasten. Wartet mal kurz. Ich will wissen, wer genauso ausrasten würde oder wer eher gechillter so bleiben würde, ja? Für die genauso Ausraster schreibt mal einfach Hashtag Ehrenausraster und die, die chillen würden, schreibt mal einfach in die Kommentare Hashtag Ehrenchiller, okay? Schreibt mal genauso in die Kommentare, welcher Typ ihr seid, Leute. Ich bin Hashtag Ehrenausraster. Safe, Alter. Ich bin so schreckhaft, ne? Krank. Weiter geht's. Digga, ja, genauso. 1:1. Das bin ich, Leute. Das bin ich. Mhm. Kenn ich, Leute, kenn ich. Ich will nicht spoilern für die, die es nicht kennen, aber ich glaube, es kennen viele. Die Münze ist jetzt weg, Leute. Er muss nur reingucken. Voll der arme Opa, ne? Aber er lacht, er lacht. Er nimmt's mit Humor, das ist chillig. Ehrenopa. Warum hab ich's mit Ehre gerade so viel, Leute? Oh, damn. Oh, ouch. Voll auf die Treppen. Das war ein Ehrenchiller, ne? Der ist voll entspannt geblieben. Der ist voll entspannt geblieben. Ich hätte direkt, ich wäre ausgerastet. Ja, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Digga, sie rastet einfach aus. Wie nice. Oha, was kommt da raus, Leute? Ich hab Angst. Ich hab ein bisschen Angst, ne? Damn! Ehrenmänner. Mega nice. Geil. Das wäre asozial. Ich habe gedacht, das Video heißt Eltern pranken ihre Kinder, aber da ist irgendwie auch so andersrum. Aber ist ja eigentlich egal, irgendwie ist es funny. Eva, why open it, open it, Abby! Eva, what is it? Eva, what did you get? I got an iPhone! Das ist eine Spinne drin. Let me see, let me see, let me see. You won't get it for my birthday! You won't get it for my birthday!
Oh, ich würde heulen, wenn ich sie wäre. Oh ja, sie heult. Sie ist voll traurig. Oh Mann, voll Assi. Voll Assi. Digga. Digga, wie er ausrastet. Mike, wait, what? Motherfucker, frick bastard. Er rastet direkt aus. Das Niceste, was ich bis jetzt gesehen habe, war das, wo dieser Typ da einfach rausspringt. Wow! Wow! Wie nice! Hammer! Krank! Hm. Safe in die Hose gemacht, Digga. Guck mal, wie sie da steht. Sie hat es safe in die Hose gemacht. And now it's gonna walk around. Now close your hand before it gets out. Now turn your hand over and wave it above. Boah, da springt jemand hoch einfach. Ich sehe die Person schon, hinten links. Hä, was? Achso, das war eine andere Person. Oh mein Gott. Bitte nicht. Oh, chill. Oha, sie rast ja voll aus, Digga. Carmi. War jetzt nicht so. Nein, oh Gott. Was kam da aus dieser Kaffee-Ding raus? Ja, Ehrenmann. Ehrenmann. Bruder. Bruder, muss los. Ja, das gefällt mir, so wäre ich auch. Genau so, 1:1. Yeah, don't kinda, just kinda hide it, yeah. Kinda hide it in your jacket, that way she don't... Oh shit! Mega nice. Der prankt einfach so seine Lehrerin. Oha, wie sie ausrastet. Oha! Digga, wie rastet sie aus? Was geht? Ehrenmann, Ehrenmann! There's something in my bed. And I don't know what it is. But this is what I woke up and I saw. Dad. Go see. I think what's oh nein, there. Die erschrecken das junge Kind. It's not Daddy. Oh, der Arme. Oh, die Armen. Das tat mir voll leid. Oh. Wirklich, ich bin nicht immer so. Lasst trotzdem gerne ein Abo da. Ich bin nicht immer so, wirklich. Bitte abonniert mich und bitte aktiviert die Glocke. Okay, jetzt, na, was mache ich? Jetzt brauche ich ja Mitleid. Oh, the other, it's in the back, the other side. Digga. Ich will das auch machen, eigentlich Leute erschrecken, mehr öfter mal. Das ist voll nice. Oh, sie schmeißt den Becher weg. Oh, Digga. Er hält sich fest, ne? Das war die Oma. Das war eine Oma, die das gemacht hat. Woo, so eine Oma hätte ich auch gern. Wer kennt's nicht? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Sie hat noch diesen Schlauch so hoch und hat die Kinder nass gemacht. So, genau so. Genau gleich wäre ich als Vater. Wenn meine Kinder mich pranken, ciao Kakao. Nee. Video it is. Da kommt jemand aus dem Laub. Gib ihm. Mega, mega.
haut ihm in die Fresse. Er hat ihm einfach in die Fresse gehauen. Ja, Leute, und ich würde sagen, an der Stelle mit diesem letzten armen Jungen beenden wir mal das Video. Und Leute, vergesst nicht auf Instagram vorbeizuschauen, denn dort bin ich jeden Tag aktiv. Und ja, da seht ihr Daily Stories, coole Bilder, coole Videos, Sachen, wie ich singe und so weiter für die Leute, die es interessiert. Ich bin auch so ab und zu mal am Singen in meiner Stories. Und ich würde sagen, haut rein, CDT-Gang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.